Ja, hallo alle miteinander. Ja, ich habe jetzt gerade mal den Nether zurückgesetzt, denn das Update ist ja schon draußen. Bin mal gespannt. Hat erst nicht so richtig funktionieren wollen, weil dann nach dem Zurücksetzen des Nethers oder generell beim Laden der Welt auf einmal die Fehlermeldung kam von wegen so, naja, die Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Was auch immer das jetzt ist, denn für alle die, die es gestern nicht bei Facebook gesehen haben oder die gestern nicht Minecraft gespielt haben, das Update ist jetzt schon einen Tag früher erschienen. Ich habe jetzt dann am Anfang, wenn man den Level lädt, ja, die Welt laden will, gibt es dann die Option von wegen mit hier den Host-Privilegien und sowas. Und da kann man dann jetzt auch den Nether zurücksetzen lassen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wir müssen ja noch ein paar Sachen wegpacken. Genau, die Steinziegel, das können wir mal so wegschmeißen gleich, glaube ich. Weil ich muss das mal hier alles ordentlich beiseite packen. Stein, verdammt, wo packen wir das rein? Ist hier noch Platz? Ich brauche jetzt ja Platz für den ganzen Nether-Krams. Packen wir hier noch ein bisschen was rein. Genau, hier kommt das Glas und dann den Sand und alles. So, Kies brauche ich nicht, aber ich werde mal ein bisschen normalen Stein mitnehmen. Habe ich denn hier normalen Stein drinne? Ja, genau, Pflasterstein. Den nehmen wir mal mit. Das heißt, ich werde auch mal den Bogen wieder ausrüsten. So, genau, der wieder hier hin. Was zu essen vorsichtshalber in die Hand nehmen. Soll ja nicht verkehrt sein. Eine Spitzhacke machen wir uns vorsichtshalber nochmal eine neue. Nicht, dass die gleich kaputt geht. Das wäre sehr unschön. Habe ich denn hier noch mehr Eisen? Nee, aber da unten ist, glaube ich, oder ist hier noch Eisen drin gewesen? Nee, hier sehe ich jetzt auch keins. Dann muss hier unten rechts Eisen sein. Ich glaube zumindest, dass da noch genug drin war. Und dann werden wir jetzt nebenbei so ein bisschen mupfeln. Ich werde nochmal Melonen holen und dann werden wir uns mal ab in den Nether machen und schauen, ob der jetzt wirklich zurückgesetzt wurde. Er hat jetzt am Anfang relativ lange geladen, was eigentlich sehr darauf hindeutet, dass jetzt dann doch geschehen ist. Oh Mensch, das ist cool. Können wir endlich mal uns eine Festung suchen und alles. Und vielleicht sieht dann der Nether etwas besser aus. Ach nee, nicht das. Ich wollte doch hier nur eins haben. Ja, ist fein, fein. Dann machen wir schnell die Spitzhacke. Ach, schön, ne? Endlich. Also ich war ein bisschen verwundert. Im ersten Moment, als ich das gelesen hatte bei Twitter, dachte ich mir so, weil das hieß dann so von wegen, ja, Minecraft hat den Termin verschoben für das Update. Und ich so, was? Jetzt kommt später. Und dann so weitergelesen. Und so, es kommt heute schon? Okay. Sehr geil. Also da, erst wollte ich mich aufregen und dann dachte ich mir so, nö, das ist dann doch schon ganz in Ordnung. So, und wir wissen, wir brauchen ganz viel von diesem Netherrack. Zum Glück können wir den schnell abbauen. Das heißt, wir kriegen davon relativ viel in kurzer Zeit und können dann damit halt diese Nether Bricks machen, indem wir den dann brennen. Ach ja, dann gucken wir doch mal, wo uns das Ganze jetzt hinführt und wie der aussieht. Außerdem brauchen wir noch Glowstone. Sehr schön. Vor allen Dingen, das kann man immer wieder und wieder machen. Das heißt, wenn wir den Nether ausgebeutet haben, lassen wir ihn einfach wieder zurücksetzen und schwupps haben wir einen neuen Nether mit allen möglichen Optionen. Ach du Schande. Wir sind direkt in einer Festung und da vorne sind Lohen. Ach du Schande. Oh oh. Treffe ich die denn da? Die habe ich jetzt getroffen. Also Lohen sind echt gefährlich, weil die mit Feuerbällen die ganze Zeit schießen. So, gucken. Die haben wir schon mal. Boah, hier ist auf jeden Fall jede Menge Netherziegeln. Sind hier. Wow, und das meine ich, das ist das, was ich meinte. Boah, verdammt. Die sind die ganze Zeit in den Festungen hier. Das sind die Spawner von denen. Den werden wir gleich mal zerstören. Und dann schnell weg. Ich hoffe, wir überleben es. Uah! Ja, klasse. Klasse, ne? Da kommt doch Freude auf. Das heißt, die Stelle, an der wir hier jetzt hängen, ist mal total mega bescheiden. Nein! Gleich ein Gast hier um die Ecke und da vorne die Lohn. Oh. Nicht schon wieder. Komm, lass mich doch in Ruhe. Und da vorne sind die ganzen... Ich mach mal hier kurz zu. Da fühle ich mich ein bisschen wohler. Machen wir hier links auch zu, würde ich sagen, ne? Weil... Genau. So. Haha, du kannst mich mal... Du war Gast.
So, dann hier nochmal zumachen. Nein, nicht nur noch die vor uns. Da war so ein Glibber, ne? Mhm. Ah, sehr schön erwischt. Oh, wo ballert der denn drauf? Wo ist der denn? Also, wenn etwas nervt, dann sind es diese Viecher. Der ist weg. Okay. Erfahrungspunkte. Also, was, das, die Viecher sind echt schlimm, ne? Möchte ich nur mal so anmerken. Also, richtig, richtig schlimm. Das ist natürlich das Doofe, dass wir ausgerechnet hier rausgekommen sind, wo ganz viele von denen sind. Das war natürlich auch klar. Nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. Schön. Oh, wie soll ich denn hier an ordentlich Netherrack und alles rankommen, wenn die ganze Zeit hier diese Viecher rumhüpfen? Also, das weiß ich jetzt noch nicht, wie wir das anstellen wollen. Ja, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Komm, immer noch mal feste drauf hier. Der kleine Ork, der kann das ab. Och. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also hier, die Netherfestung ist auch teilweise zerstört. Und überall fliegen diese Bällchen durch die Gegend. Und wir sehen, wie riesig Netherfestungen sind, ja? Hier, nimm das, nimm das. Stirb. Gott sei Dank brennt man nicht zu lange. Das Doofe ist halt auch, die können durch die Gegend fliegen, was wir gerade sehen. Was das Ganze extremst ätzend macht. Also es sind keine Gegner, gegen die man gerne kämpft. Ich kann kurz regenerieren. Schwierig, schwierig. Ja, also klasse. Echt super. Kommt richtig Freude auf jedes Mal, wenn man gegen die kämpfen darf. Also echt genial. Kurz schauen. Aber zumindest kriegen wir genug Lohnstaub dadurch. Ah, ich brenne schon wieder. Ich muss echt warten. Vor allem, wir brennen so langsam kaputt, wenn das so weitergeht. Das wird echt kein Zuckerschlecken jetzt hier. Also der Nether ist viel gefährlicher geworden. Das merken wir ja gerade, ne? Egal, was man ist oder wo man sich durch die Gegend treibt hier. Oder rumtreibt, es ist einfach nur heftig. Vor allem, wenn man so viel Glück hat wie wir und dann direkt an so einer Festung rauskommt. Ungut. Ja, vielleicht auch so ein bisschen beabsichtigt, dass man halt immer, wenn man das erste Portal setzt, halt direkt bei einer Festung rauskommt, damit man auf jeden Fall die sofort hat und nicht erst suchen muss, großartig. Aber wie viel habe ich denn? Ach, das ist Glowstone. Aber ich brauche Lohnrouten. Ich brauche Lohnrouten, kein Glowstone. Na, wir rennen mal. So, lauf, lauf! Lauf, kleiner Ork! Da sind Lohnrouten. Ja, wir haben eine Lohnroute. Sehr schön. Und weiterlaufen, immer weiterlaufen, immer weiter und weiter. Das Schlimme ist, die verfolgen einen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag teilweise. Ich will eigentlich darüber, weil da oben ist Glowstone. Jetzt ist das Ganze natürlich echt extrem gefährlich, was ich hier gerade mache. Sollte man eigentlich so nicht machen. Eigentlich sollte man das Ganze ein bisschen breiter machen, nur allein schon wegen den Gasts, weil die einen sonst runterschuppen. Aber nun gut, wir machen das jetzt erstmal so. Sind ein bisschen abenteuerlustig und ich brauche ja, wie gesagt, auch diesen Netherrack. Den hier. Davon brauche ich jetzt ganz viel. Das heißt, ich werde hier irgendwo anfangen, mal wegzuklüppeln. Nur eine Fackel. Oh, nur eine Fackel. Und dann geht's los. Juhu! Und wir sehen, wie schnell es geht. Das heißt, wir können dann ganz viel von diesem Netherbrick herstellen. Juhu! Och, ist das schön. Endlich mal vernünftige Sachen, weil ich hatte ja schon gesagt, letztes Mal, das Dach der Bibliothek soll dann aus Netherbrick-Ziegeln werden. Ja, das, ich glaube, das würde ganz hübsch aussehen. Wir haben die Farbe ungefähr gesehen, so ein bisschen so ein sehr dunkles Rot, teilweise schon fast lila so ein bisschen, sieht es aus. Also, stelle ich mir zumindest ganz hübsch vor. Ah, okay. Ach, schön. Oh, Nether, juhu. Und, ja, müssen wir halt nur so den Glowstone holen, weil dafür, für die ganzen Laternen alles brauche ich ja unheimlich viel. Ach, Mensch, aber zumindest haben wir schon mal eine Lohnroute. Also nicht für den Braustand, ich weiß nicht, ob ich den brauche. Ich mag diese Tränke eigentlich nicht. Dieses Brauen gefällt mir hier nicht so wirklich bei Minecraft. Ich finde die Tränke auch ein bisschen, naja, daneben. Aber zumindest können wir dann ein Enderauge machen, mit dem wir nochmal gucken können, ob wir eine andere Festung finden. Denn unsere Festung ist ja leider so, dass da das Portal nicht mehr vorhanden ist. Leider. Mal gucken, vielleicht finden wir noch eine andere Festung, wo denn ein vernünftiges oder noch intaktes Portal vorhanden ist, wo wir dann
doch gucken können, dass wir uns dann irgendwie darauf vorbereiten mit, was weiß ich, noch mehr Diamanten sammeln und dann halt mit einer Diamantrüstung und Diamantschwert und allem drum und dran halt versuchen, in das Ende einzumarschieren und dort diesen garstigen Drachen zu erledigen. Obwohl der wahrscheinlich gar nicht garstig ist, sondern auch nur missverstanden. Das kann natürlich auch sein. Weiß ja keiner. Also ich glaube kaum, dass einer mit dem Drachen vorher gesprochen hat. Sich mal hingesetzt hat, so, hey Mensch, was ist denn los? Irgendwie nur eingewachsenen Zehennagel oder was ist da dein Problem? So, dass du die ganze Zeit so garstig drauf bist. Man weiß es ja nicht. Kann ja ganz banale Gründe haben. So, das reicht jetzt eigentlich noch lange nicht. Oh Mann, 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 Mann. Das heißt, wir hier fleißig abbücken. Das ist fast so wie Holz holen, ne? So ein bisschen. Aber na gut, okay, Holz dauert ein bisschen länger. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Ich sammle einfach mal hier durch die Gegend. Gut, dass wir die Diamantspitzhacke noch haben. Dadurch geht das jetzt so schön schnell. Wir können auch einfach mal hier so gucken. Wenn ich hier so lang gehe, vielleicht mal eine Fackel setzen. Das wäre auch nicht verkehrt. Wo wir denn da rauskommen? Muss ich nur wieder aufpassen, dass ich jetzt hier nicht... Genau, nicht, dass ich nämlich hier irgendwie den Boden aufhaue und dann etwas Grausiges passiert, sich ein Loch unter uns auftut und wir dadurch dann ins Nirvana getrieben werden, ins Ewige. Kann ja alles passieren. Uah! Geh weg! Ja, garantiert da vorne alles mit Feuer. Ja, ich würde sagen, der hat alles mit Feuer voll gemacht. Doofer Gast. Doofer Gast. Wo ist der denn? Da hinten ist er. Da hinten schwimmelt er rum, ja. So am Poppes der Welt. Aber trotzdem noch nicht weit genug weg, als dass er uns in Ruhe lassen möchte. Ganz schön gemein, oder? Müssen die immer so fies drauf sein? Können die nicht mal nett sein? So nach dem Motto, ah, hier, das ist doch kleine Orks, der sieht ganz niedlich aus. Ist doch ganz friedlich, der will doch einfach nur so ein paar Steinchen haben. So, nee, nee, den lasse ich mal Ruhe. Der kann ja nichts dafür, der braucht das ja. Ist ja auch alles ganz dolle, mega wichtig, was der da macht. Aber nee, geht nicht, weil ist halt garstig, das Viech. Ich glaube, den 1,64er Stapel mache ich jetzt noch voll. Und dann soll mir das reichen. Also, zumindest fürs Erste. Wir können ja immer wieder hierher zurück. Ist ja nicht so, dass es hier zu wenig von dem Zeug gibt. Ach, jetzt ist das kaputt. Und wir sehen gleich den Unterschied, ne? Wie lange das jetzt dauert. Also, es geht noch relativ schnell im Vergleich zu anderen Sachen. Aber es dauert. Ja, okay, gut, das passt. Denn, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Nein, immer noch nicht. Geh weg. Nein! Oh! Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Und da sind Nesserwarzen. 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 Verdammte Axt. Wieso sind denn hier so viele wieder? Also das hätte man ändern können. Dass nicht mehr ganz so viele spawnen. Bin ich da nach wie vor kein Freund von, ja? Also echt nicht. Also das wird sich auch nicht ändern, glaube ich. Dass ich da nicht so erfreut drüber bin. So, ein bisschen von dem Sand brauchen wir ja für die Nesserwarzen. Wir rennen einfach mal weg. Wir rennen einfach weg und, hier nicht. Hier ist doof. Das war jetzt, glaube ich, der einzige, ne? Ach, so ein komischer Riesenslimey, aber der lässt uns im Moment in Ruhe. Das wundert mich so ein bisschen. Ich esse mal was, während in der Zeit, wo ich hier bin. Ich wollte gerade sagen, ich esse was, aber der lässt mich ja nicht in Ruhe. Der kommt ja jetzt doch auf mich drauf zu. War ja klar. Irgendwie war das ja klar, dass der uns nicht in Ruhe lassen kann. Warum auch, ne? Die sind alle irgendwie so auf den Ork fixiert. Ich weiß auch nicht. Ist er weg? Da hinten sitzt er. Derzeit mupfeln wir mal was. Puh, da vorne ist Glowstone. Na, hier ist der Glowstone überall doof verteilt. Das mag ich eigentlich nicht. Mal gucken. Jetzt müssen wir irgendwie wieder zum Portal zurück. Wie ich das wo anstelle. Es ist hier so dunkel. Im Vergleich zu anderem Sand ist ja bei dem Nethersand, so haben wir gerade gesehen, ne? Der wird von Gravitation nicht beeinflusst. Das heißt, der rutscht nicht nach unten. Ich verstehe auch nicht, warum diese Pigmen die nicht mal platt machen. Diese Schweinemenschen, ja? Warum die nicht mal irgendwann sagen so, ey, was warst du Gast? Mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll, wir werden dich jetzt mal hier ordentlich platt machen. Hier sind auch jede Menge davon, aber die Lohn lassen es auch in Ruhe. Also die greifen sich alle nicht gegenseitig an. Das ist so gemein, ja? Wir werden hier die ganze Zeit zugemüllt eigentlich nicht, aber zumindest wir werden die ganze Zeit belästigt, werden geärgert und sonst sowas. Aber bei denen ist das alles völlig in Ordnung. Jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich... ein paar Fackeln zumindest. Da hinten scheint die Außenwand zu sein schon. Ja, genau. Boah, riesig, ne? Und da oben ist natürlich Glowstone, ist ja klar. Wo auch sonst soll Glowstone sein, außer an diesen ganz unzugänglichen Stellen, würde ja sonst gar keinen Spaß machen.
So, die... Nein, ich spiele nicht mit euch. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Ich will nicht mit euch. Warum brenne ich denn trotzdem? Ich will doch gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Mal gucken mal hier weiter. Verdammte Axt. Ja, da hinten sehen wir es. Da brennt es dann. Ich muss ein paar Stöcker machen. Ganz schnell. Damit ich ein paar Fackeln habe. Wir können ja mal die Bogen nehmen, ne? Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Verdammte Axt. Oh, jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's schlimm. Oh, ich brenne schon wieder. Hier geht's nirgendwo lang. Da oben waren wir auch schon. Da geht's wieder zurück. Also eigentlich gibt's nicht immer Truhen in dieser Festung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ansonsten hätten wir schon längst eine gefunden. Naja. Okay, also wir sehen, der Nether ist dadurch jetzt natürlich ziemlich ausgehöhlt. Jetzt, wenn wir uns das mal angucken. Weil hier ist eigentlich nichts und nur da hinten ist dann noch was. Puh, und eigentlich einzig und allein an der Decke hängt ein bisschen Glowstone herab. So, den haben wir auch. Sehr schön. Ich hoffe, ich höre gleich mal auf zu brennen wieder. Und ich werde jetzt erstmal zurückgehen. Also mir reicht es jetzt gerade im Nether. Ich habe hier genug gesehen und erlebt. Ich würde sagen, wir rennen dann einfach mal schwuppdiwupp zurück. So, der ist auch platt. Sehr schön. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen. Lauf, lauf einfach. Lauf, bitte. Da ist auch wieder geradezu. War auch noch ein Stück Netherfestung. Oh Gott sei Dank. Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt denn schon... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein, ne? Lauf, lauf! Oh, das ist doch echt übel. Warum sind wir mitten in der Nacht wiedergekommen? Oh, scheiße. Oh, nee. Oh. Aber ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob das jetzt so ist, ob das jetzt schon funktioniert, dass die Gegner aus dem Nether auch hier durch können. Also es ist dann teilweise so, dass manche Gegner es schaffen, die können dann halt auch das Nether-Portal benutzen und kommen dann hier rein. Aber ich kann auch sein, dass es erst bei einer späteren Version ist. Und auf jeden Fall, wir sehen es, unsere Schafe bekommen wieder Wolle. Das heißt, unser Wollmangel ist definitiv ein für alle Mal vorbei. Das heißt, wir werden jetzt dann noch Schafe dementsprechend färben, wie wir das denn gerne hätten. Ich müsste hier Färbemittel drin haben irgendwo. Wo habe ich das denn hingetan? Habe ich das mit rübergenommen? Habe ich damit Wolle schon gefärbt? Ich packe mal jetzt ein bisschen Glowstone-Pulver hier rein, was ich da habe. Naja, ein bisschen zu gut gesagt, wir kriegen wieder 11 Blöcke raus. Oder habe ich das hier unten? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also hier ist auf jeden Fall Wolle. Nee, hier ist Wolle. Genau, und wo ist Färbemittel? Hier schon mal nicht. Aber ich brauche Knochenmehl, wenn dann ja dazu. Das heißt, ja, nehmen wir mal diesen Packen hier mit. Das reicht mir auch. Netherwarzen, wo packen wir die hin? Die können wir eigentlich erstmal hier mit hinpacken. Bei Mob Drop, obwohl, nee, es ist ja eigentlich Grünzeugs. Eigentlich ist es Grünzeugs. Und Grünzeugs habe ich wo? Ich glaube hier bei Nahrung. Nee, ach, Grünzeugs ist oben. So, den Nether Rack, den können wir auch mal gleich brennen. Hier oben haben wir noch genug Kohle. Habe ich auch genug Zeit, um zu gucken, ob vielleicht doch jemand noch in der Nähe ist. Ah, genau. Und dann hier auch noch. Okay, können wir gleich alle drei Öfen bestücken. Gucken. Das war nämlich einer zu viel. Und den hier auch noch. Ach, schön. Gut. Dann ist das auch nämlich erledigt. Dann ist das auch vom Tisch. Den Rest, würde ich sagen, brennen wir dann drüben. Nee, hier nicht. Hier ist das. Genau, hier ist die Kohle drin. Ach, sehr schön. Jetzt muss ich nur gucken. Was denn noch? Achso, ja. Ich wollte das hier ja lassen. Also hier lassen. Diese Dinger. Jetzt ist nur die Sache. Also gut, die Kakteen sind gewachsen, ich kann mir grünes Färbemittel holen, weil dann würde ich nämlich ein paar Schafe gerne hellgrün färben. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Also ich weiß nur zum Beispiel, am PC ist es so, wenn man ein weißes Schaf mit einem normalgrünen, ja, also wir wollen ja hellgrüne Wolle, aber es gibt ja normalgrün, das sieht so ein bisschen dreckig aus, so ein dreckiges Grün. Wenn man ein weißes mit einem grünen Schaf färbt, dann kriegt man ein hellgrünes Schaf. Kann auch sein, dass es jetzt erst beim PC durch die neueste Version ist, weil früher war es, glaube ich, so, dass es dann entweder grün oder halt weiß wurde. Kann man ja mal ausprobieren, aber ich glaube, im Moment haben wir auch genug Schafe. So, und ich guck mal. Also im Moment sehe ich hier niemanden rumwuseln. Das
ist jetzt eigentlich für den Anfang nicht schlecht, glaube ich. Ich sehe auch keinen, nee. Ah, da hinten die Bibliothek sieht man von hier auch sehr schön. Und dann nehmen wir doch mal hier ein bisschen was mit. Wo ist denn das andere? Ist es weg? Ich habe doch zwei runtergehauen. Ah, gut, okay, funktioniert ja. Ah, jetzt liegt's da hinten. Nehmen wir mal ein bisschen mehr mit, würde ich sagen. Ah, ja, nicht gleich wieder hier verletzen. So böse Aua machen. Ja, also manchmal verschwinden anscheinend welche. Ungut. Gefällt mir gar nicht. Ich guck mal, die Monsterfalle haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Wenn wir denn schon mal hier sind, nutzen wir die Gunst der Stunde. Dann können wir gleich mal nachschauen, ob da noch irgendwas ist. Zumindest sehe ich keinen Creeper. Das ist schon mal sehr schön. Nee, ist nichts passiert. Schade eigentlich. Aber was mich eben wundert, ich glaube, hier oben fehlen Blöcke. Und ich hatte die definitiv zugemacht. Hier fehlt zum Beispiel einer. Das heißt, die waren fleißig Enderman am Werk. Aber richtig, richtig fleißig. Wo hole ich mir denn jetzt mal kurz zwei Klumpen Erde her? Hier. Genau. Ich höre, da drinnen passiert irgendwas. Ja, da hören wir was platschen. Das heißt, da sind gerade ein paar Kreaturen zugange, die demnächst verscheiden werden. Ja, so, oder halt dahin weichen. Irgendwie so. Habe ich denn überhaupt noch eine Schere? Nee, da können wir auch gleich mal eine neue machen. Was man leider nicht behoben hat, ist, dass die Viecher die ganze Zeit hüpfen. Das ist schade, das hätte man vielleicht noch rausnehmen können. Ach, nicht drei, ich mache hier schon wieder groben Stumpfsinn, ne? So, Schere. Das ist, glaube ich, bei Werkzeug gewesen, ne? Ja, da ist er. Ach, sehr gut. Können wir nicht gleich mal hier Schafe scheren. Fleißig, so wie wir das sonst immer gemacht haben. Na gut, sonst eigentlich, naja, zwischendurch so ein bisschen immer, ne? Ja, hier, ihr garstigen kleinen Wolldinger. Kommt her, gebt mir alle eure Wolle. Geh weg, geh weg. Ich muss hier rein, ich bin wichtig. Ich bin hier euer Herr und Meister. Ja, ich habe euch alle unterjocht. Nichts hier von wegen mit Weltherrschaft und so, ne? Das ist, wenn, dann bin ich das. So, dann müssen wir mal gucken. Dann müsst ihr rein, theoretisch. Müssten jetzt das eine oder andere, jetzt sind ja alle beschoren gewesen. Müssten jetzt die irgendwie so nach und nach dann mal wieder fressen und Wolle kriegen. Ist einem natürlich, die hüpfen die ganze Zeit. Dann natürlich nicht. Ich weiß noch nicht, wie das gemacht ist. Ah, gut, da hinten hat schon eins neue Wolle bekommen. Sehr schön. Ja, geht doch ratzefatz hier, ne? Kurz gucken, wenn ich jetzt... Das kann ich ja nicht verwenden, oder? Ich muss das, glaube ich, wirklich brennen. Den Kaktus. Okay, okay. Dann gucken wir mal, wo die... Ich glaube, das ganze Färbemittel ist weg. Dann brenne ich mal hier schnell was, glaube ich doch. Das wäre eine Alternative. Wir brauchen sowieso den ganzen Stein hier. Ah, sehr schön. Können wir schon mal rausnehmen. Ein bisschen was rausklabustern. Na komm, du auch noch. Und dann können wir noch mal gucken hier bei den neuen Steinen. Also was ja jetzt geil ist, wir haben ja jetzt hier Birkenholzbretter, das heißt helles Holz. Wir haben Fichtenholzbretter, die sind relativ dunkel. Das heißt auch die Fichtenstämme sind relativ dunkel jetzt. Die kann man jetzt Holz nicht mehr alle stapeln. Weil es halt verschiedene sind, aber total genial. Und hier haben wir dann den Netherziegel, genau. Gucken wir ein bisschen durchschauen. Hier haben wir dann den Netherzaun, okay, den man halt aus Nethersteinen macht. Okay, neue Türen, nö, aber hier neue Treppen gibt es, definitiv. Ziegelstein, Steinziegel kennen wir schon, Netherziegel, Sandstein, Birkenholz und Fichtenholz. Sehr cool, und dasselbe halt auch hier, ne, hier können wir zum Beispiel auch Netherziegelstufen. Und was wir ja wollen, ist auf jeden Fall diese Dinger hier, Netherziegeltreppen, die wollen wir haben. Ich guck mal nochmal weiter rum, was es sonst noch so gibt. Eigentlich sollte es nicht so viel Neues geben. Ja, klar, es hat sich nichts geändert. Ach, hier, oh, Feuerkugelkohle. Also Feuerkugel aus Kohle oder halt hier Holzkohle. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit denen gemacht hat. Auf jeden Fall, ach ja, wir können ja einen Bilderrahmen jetzt machen. Hier ist auch, glaube ich, nichts Neues dazugekommen. Also hier auch bei den Dingern, nee. Hier, naja, Lohnstaub könnten wir jetzt halt dahin machen. Also wir brauchen eine Lohnroute, wenn dann. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, hier gibt es jetzt noch Holzschalter. Streiten sich so die Gelehrten, ob das wirklich sinnvoll ist, ob man Schalter aus Holz braucht. Also ich finde die aus Stein. Gut, vielleicht, damit sich es ein bisschen mehr abhebt, kann man das schon machen. Das stimmt schon. Und hier haben wir es. Brauchen wir Leder für. Okay.
Noch irgendwas Interessantes? Gold Nugget? Nee. Okay, den gucken wir mal. Wir brauchen Leder. Leder. Haben wir denn überhaupt noch Leder? Ich weiß es gar nicht. Und wenn, wo habe ich es hingepackt? Ah, hier. Ach, sehr schön. Dann machen wir doch gleich mal ein bisschen was draus. Ach so, den Nether Sand, also den Seelensand. Habe ich den hier mit drin gehabt? Hier ist auf jeden Fall der Netherrack. Und hier ist noch Seelensand, das heißt, oh, wir haben Maßsender von diesem Netherrack bisher. Genau. Dann soll das doch alles hier zusammen sein. Da ist auch noch Glas übrig. Nicht schlecht. Die Pilze kann man nochmal wegpacken, sehe ich gerade. Und dann machen wir das mal schnell, dass wir hier irgendwie das mal kurz... Ist ja irgendwas fertig? Immer noch nicht. Es braucht alles so lange, ne? Aber es gibt schöne Erfahrungspunkte dadurch wieder, wenn wir fleißig brennen. Level 19 schon. Eigentlich, wenn wir hier sind, können wir uns auch gleich eine neue Diamantspitzhacke machen, oder? Bin ganz überlegen. Eigentlich schon, ja doch. Ich guck mal kurz. Achso, Diamanten sind, wenn, dann ja unten drin. Habe ich... Was habe ich denn hier auf... Achso, ich dachte gerade, das wäre irgendwas anderes Grünes. So, aber es ist immer noch der Kaktus. Diamanten. Ja, haben wir noch reichlich. 1, 2, 3, sopp, die auch mal mitnehmen. Dann machen wir uns halt Hühner. Ja, sind fleißig. Nicht mehr so fleißig wie früher. Okay, wir sind ja nicht mehr so oft. Kann man auch mal überlegen, ob man das vielleicht noch umbaut, vielleicht noch ein bisschen größer macht, aber eigentlich, naja, so viel Eier brauchen wir nicht. Also, was will man damit, ne? Ist ein bisschen sinnfrei, da noch mehr zu machen. Aber man kann natürlich alles immer größer machen. Man könnte auch noch ein viel größeres Weizenfeld bauen und so. Aber, ach, ganz ehrlich, wozu? Und wir sehen, Schafe haben alle schon wieder Wolle. Das heißt, ratzfatz ist es dann in Zukunft erledigt mit der Angelegenheit, dass wir halt nicht mehr Wolle haben. Ach, ist das schön. So macht das doch echt Spaß, ne? Kurz gucken, Diamanten. Hier, genau. Dann verzaubern wir die gleich mal. Kurz gucken, genau. So, und dann mal hier, du schwuppdiwupp. Ja, nehmen wir mal hier Stufe 12. Was hat sie jetzt? Effizienz 2. Ach, genau das, was ich brauche. Wir können dann auch mal gleich schon Nether Brick machen, also hier den eigentlichen Stein, damit wir dann halt auch die Treppen hinkriegen. Genau, oh, obwohl, brauchen wir die dafür oder was brauchen wir dafür? Ja doch, die brauchen wir dafür. Sehr gut. Es ist sehr dunkel, sieht jetzt aber dunkler aus, als er eigentlich ist. Also die Sache ist, und wir sehen, wie viel wir eigentlich brennen müssen, damit man das entsprechende rausbekommt, weil jetzt haben wir gerade mal 20 Stufen, also das ist noch ein Haufen Arbeit, den wir dafür ein ganzes Dach benötigen. Und ich muss mal gucken, ich glaube, wir haben unten auf jeden Fall noch helles Holz. Denn das brauche ich ja auch. Also jetzt im Moment aktuell noch nicht. Ja, hier ist noch helles Holz. Genau. Ach, sehr schön. Nehmen wir auch gleich mal noch mit. Und dann mal gucken. Ist jetzt eigentlich mal eins fertig hier? So langsam müsste doch irgendwie... Na gut, hier fehlt nicht mehr viel. Hier auch nicht und hier sowieso nicht. Nehmen wir ein bisschen raus. Ah, cool. Dann können wir nämlich gleich mal kurz den Kaktus brennen und mal ein paar Schafe färben. Weil wenn, dann brauchen wir Rot. Achso, Rot wäre vielleicht noch eine Alternative. Haben wir hier Gelb haben wir nur. Habe ich unten? Nee, irgendwo. Ich glaube, da drinnen war noch eine rote Blume, ne? Obwohl, ich habe auch Knochenmehl. Halt, dann nehmen wir doch das Knochenmehl und machen wir hier kurz ein bisschen mit Knochenmehl. Ein bisschen Düng-Düng. Gelbe Blumen. Ah, da eine rote Blume. Genau die ich wollte. Ich brauche davon auch nur zwei. Dann färbe ich nämlich zwei Schafe rot. Genau. Na komm. So, denn jetzt, wo die Wolle immer wieder neu kriegen, dann lohnt sich das dann auch. Genau, du hier und du, ihr hüppelt so schön durch die Gegend. Was machst denn du hier draußen? Hat die sich rausgebackt? Ich glaub's nicht. Sind da noch genug Pilzkühe drin? Ja. Das heißt, dann werde ich dich hier... Genau, du musst dann halt leiden. Aber ich brauche dein Fleisch und dein Leder, ist auch gerne willkommen. Genau, ich wollte ja noch die... Hier so, wie heißt das, so einen Rahmen machen. Da brauche ich noch mehr Holz für, okay. Das war ein zweit. Genau, den wollen wir machen. Ist jetzt die Sache, was wollen wir da reintun? Wir könnten eine zweite Karte basteln, ne? Habe ich hier, ist Eisen, genau. Ich packe mir hier kurz was beiseite. Ich brauche nämlich ein bisschen Platz. Jetzt für die ganzen Aktionen, obwohl, oh, klar, und. Ach, das ist fertig, sehr schön. Dann können wir doch mal hier kurz das reinhauen. So, so. Ich glaube mal zwei Stück sollten reichen. Nur vorsichtshalber. Nicht, dass dann doch das Ganze zu wenig war. Und was brauchte ich jetzt? Ich wollte Redstone noch holen, genau. Für einen Kompass. Ah, nehmen wir ein bisschen mehr mit.
Und was mache ich denn da rein? Ach, eine Karte. Das heißt, ich brauche jetzt auch nochmal Papier. Dann auch dafür, ja. Ah, schwierig immer, ne? Also das, wenn man so lange nicht macht, was, dass man das so schnell alles vergisst. So, jetzt ist die Sache. Wo war denn das gewesen? Hier war die Karte, genau. Da sehen wir es, da braucht man einen Kompass für. Und hier ist der Kompass. Ich habe doch Eisen mitgenommen gehabt. Hatte ich jetzt Eisen nicht mitgenommen? Hm, anscheinend nicht. Okay. Dann, so, Kompass und dann die Karte. Ach ja, stimmt. Nee, Maßstab brauchen wir ja hier nicht. Weil es gibt ja keine Karte, die irgendwie... Ich muss kurz schauen, ein bisschen aufdecken. Ach ja, das ist genau die Karte, die wir dann auch haben. Oder ist das unsere jetzt gewesen oder nicht? Ich weiß gar nicht. Ah ja, gut. Wenn wir eine Karte erstellen, dann ist sie immer so wie die andere. Sehr schön. Daraus machen wir jetzt einen Bilderrahmen. Also nicht aus dem Ding, sondern... Ach so, einen Bilderrahmen haben wir schon. Wo hänge ich mir die denn... Ah, ich weiß schon, wo ich die hänge. Ich weiß es schon. Das ist auch fertig. Sehr gut. Ich kann es bloß nicht mehr mitnehmen. Verdammt. Und ich habe hier jetzt eigentlich noch die Lohnsachen drin. Ach so, das Eisen kann wieder weg. Dann passt das, glaube ich. So. Kurz mal das noch nehmen. Das war halt, wie gesagt, diese scharfe Grünfärben. Da würde ich mal sagen, wir machen ein dreckig grünes und ein hellgrünes. Vielleicht. Irgendwie so. Wir gucken mal. Also wie gesagt, das dreckig grüne sieht echt nicht hübsch aus. Na wohl, eigentlich schon, ne? Doch irgendwie geht das. Lassen wir das mal so. Knochenmehl brauche ich an sich nicht, weil dann mache ich mal kurz hellgrün. Genau, da kriegt man immer zwei von. Ob man nun will oder nicht. Und dann machen wir damit auch nochmal zwei Stück voll. Dann haben wir eigentlich schon mal so ein bisschen, ich sag mal, farbmäßig, haben wir eine gewisse Grundlage für zukünftige Sachen. Bleib mal stehen. So, genau. Also es sieht schon schöner aus, dieses hellgrün, ne? Hm, finde ich auch. Okay, und dann, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, ich wollte das Bild aufhängen. Also wir sind ja schon so ein bisschen drüber, also jetzt heute am Freitag wird die Folge erstmal noch normal lang sein. Ich werde dann am Wochenende vielleicht mal ein bisschen länger machen, was weiß ich, so dreiviertel Stunde irgendwie sowas, so 45 Minuten, da mal ein bisschen rumklöppeln. Und das Bild, wo hängen wir das denn hin? Ja, habe ich nämlich schon eine schöne Idee, wo das denn hin darf. Achso, können wir gleich mal hier reinpacken in die Liste, genau. Ich habe das Papier noch dabei. Naja, verkehrt kann es nicht sein. Vielleicht noch ein Bücherregal irgendwo. Und zwar habe ich überlegt, es wäre doch total geil, wenn das hier hängen würde. Oder hier irgendwo? Nee, eigentlich müsste es hier hängen. Hinterm Tresen. Hier irgendwie an dem Balken. Das ist doch die Mitte von dem Tresen, oder? Ja. Dann hängen wir das mal hier hin. Und dann setzen wir die Karte da ein. Ja, und so sieht das dann aus. Da kann man jetzt alles Mögliche reinklatschen. Und ich finde das total cool, weil jetzt hat man hier die Karte halt drin, ne? Also echt hübsch. Das heißt, zukünftige Sachen sehen wir dann alle da dran. Man kann auch, wenn man zu viel davon hat, kann man auch einen Diamanten nehmen, den da reinsetzen. Oder ein Schwert oder irgendwas. Und ich bin der Meinung, wenn wir was aufdecken, müsste es da auch aufgedeckt werden. Zumindest die Karte aktualisiert sich. Das heißt, wenn man riesige Objekte baut, die dann auch auf Karten ersichtlich sind, dann sieht man die da auch. Sieht echt wunderschön aus. Kurz überlegen. Ich wusel hier gerade so ein bisschen planlos durch die Gegend. Erstmal kurz was. Tageszeit ist, ja, noch mehr als ausreichend genug. Genau, so. Und dann mal kurz gucken. Leder brauche ich im Moment nicht. Das können wir erstmal alles noch wegbringen, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen unsortiert. Also wir haben relativ wenig Platz im Inventar. Und ich möchte dann eigentlich doch noch gerne... Ach ja, das alles noch mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Netherrack mitnehmen, dass wir... Obwohl, nee, unten im Tempel brennen wäre doof. Da ist immer so schwer hinzukommen. Außerdem sind da noch Steinziegel, die wir gebrannt haben. Das heißt, wir schmeißen hier nochmal so diese drei Öfen an, dass da nochmal ordentlich der Netherrack brennt. Weil wir halt noch so viele Ziegel brauchen. Papier hat man hier drin, ne? Ja, genau. Eigentlich müsste das Leder auch hier rein. Machen wir auch mal. So, Netherziegel, genau, den Netherrack brennen wir gleich mal. Kurz gucken. Ah ja, sehr schön. Immer gleich die richtige Menge hier parat. Ach, Wunderbärchen. So muss das laufen. Genau, das auch. Und dann hier auch nochmal schwupps und 64er Stapel rein. Ich denke, das passt dann auch erstmal für so grobe Sachen. Mal ein bisschen Kohle mitnehmen, genau. Färbemittel. Kann eigentlich unten mit rein bei der Wolle, finde ich, ne? Hier ist, ne. Weil ich mache das eigentlich immer ganz gerne, dass da, wo ich auch Wolle habe, halt dementsprechend auch das Färbemittel sich auffällt, weil denn das ist so ein Abwasch, ja? Dann hat man das gleich alles beieinander. Gut, es ist die Sache mit Färbemitteln, wie zum Beispiel Lapis Lazuli, ist ja auch gilt als Färbemittel, aber naja, es ist dann doch eher mehr Edelstein als alles andere, finde ich.
Deshalb passt das dann da nicht ganz. So, kurz mal hier sortieren. Den Netherrack packe ich mal. Obwohl, ich habe ja zwei Öfen in dem Haus. Das heißt, den nehme ich zwei 64er Stapel noch mit. Die kann ich dann wieder hinten noch brennen. Genau. Aha, okay. Also es wird immer dunkler. Also der eigentliche Nether-Ziegel ist noch relativ hell. Und dann das hier ist dann doch schon recht duster, ne? Noch irgendwas, was weggepackt werden muss? Die Schaufel kann man mal richtig an die richtige Stelle setzen. Ah, jetzt steht es auch hier. Eichenholzbretter. Ach, sehr schön. Birkenholz und Eichenholz. So soll das eigentlich sein. Das sieht auch alles dann viel besser aus. Also wir haben ja jetzt dann praktisch drei verschiedenfarbige Hölzer. Und dann können wir einfach so viel mehr damit machen. Ach, schöne Sache. So, ich renne mal hier ein bisschen fleißig zurück, während wir dann da ein kleines Skelett gehört haben, was so nebenbei sich irgendwie verabschiedet. So ein bisschen so, ein bisschen am Rummuckeln. Obwohl, wir gucken nochmal. Wir gucken zum Schluss doch einfach, glaube ich, doch nochmal in die Monsterfalle. Aber das Ganze mal jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass ich wieder hier so in den Tod stürze. Muss ja nicht sein. Sind da vorhin auch ganz knapp, ne, so am Tod vorbeigeschrammt. Nee, irgendwie kommt da nichts. Ja, müsste man sich vielleicht doch viel längere Zeit noch irgendwo in der Nähe aufhalten, als man das eigentlich möchte. Ich frage mich echt, wo mir teilweise komische Steine gesetzt sind. Aber das war ich doch nicht. Nee, das müssen alles die Endermen gewesen sein. Definitiv, das waren die garstigen Viechers. Ja, passt doch gerade, es wird schon wieder Nacht. Ach ja. Ich kann mal gucken, wenn ich eins setze. Ich setze mal spontan einfach einen hier. Ja. Also es ist doch gar nicht so dunkel, wie ich dachte. Aber ich glaube, das passt zu dem an sich heiligen Gebäude als Kontrast. Könnte das ganz gut passen. Ja. Doch. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ja, da müssen wir sowieso... Da kann ich eigentlich gleich nochmal runter in den Tempel gehen. Oder machen wir das nächstes Mal? Nee, jetzt können wir jetzt nochmal... Bevor es denn jetzt endgültig duster wird, dann holen wir uns nämlich noch den ganzen gebrannten Stein, würde ich mal sagen. Schnell. Hups. Und hier fleißig. Ich hoffe, jetzt ist ja alles noch in Ordnung. Ja, okay. Wir haben uns also nichts durchs Update zerschossen. Ist auch schon mal ganz schön. Ach, hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, hier hätten wir noch alles in Auftrag gegeben gehabt. Also anscheinend nicht. Hey. Na gut, wir können ansonsten noch zur Not oben was brennen. Und wir hatten ja, glaube ich, noch genug Steinziegel gehabt. Und jetzt mal schnell in die Falle, würde ich sagen, zum Abschluss der Folge. Tja, also wird auf jeden Fall spannend. Ich finde das richtig schön, was wir jetzt für neue Möglichkeiten haben. Ach ja, Mensch, dann kann ich doch so viele Sachen bauen, wie zum Beispiel das große Lagerhaus, was denn da noch benötigt wird, damit man endlich alle Sachen mal doch ein bisschen übersichtlicher und zentraler lagern kann. Ja, und halt auch ein bisschen mehr davon. Ja, vielleicht verdonnern wir dann irgendwie das nächste Mal die Fee dazu, dass er dann irgendwie Holz für uns holt die ganze Zeit, immer wieder neu pflanzt und dann irgendwie mit Knochenmehl kann sie ja benutzen. Tja. Gut, wir gucken uns den Sonnenuntergang an und dann werden wir jetzt am Wochenende mal richtig loslegen, dass wir hier die Bibliothek mal fertig bekommen. Ich würde sagen, in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zogger.